Herzlich willkommen zu Pokémon Ultramond und los geht's. Die Einstellungen wurden gespeichert. Ich spiele das Spiel auf Deutsch natürlich. Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui. Das kennt man ja. Einen Augenblick. Abend. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Wuffels, Wommel, ich bin nachher mit euch, okay? Wartet bitte noch ein bisschen. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Also direkt stammt natürlich keins von mir. Aber eins von den beiden sieht mir am ähnlichsten. Stehe auf das hier tippen. Gut, könntest du deinen Namen nochmal buchstabieren? Das kann ich natürlich. Nick, habe ich das richtig notiert? Ja, das hast du. Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Nick? Toll, der Name haut rein wie ein Drogenkick. Ja. Ich freue mich schon drauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Diesmal spielst du ja auf Deutsch. Pokémon Mond habe ich auf Englisch gespielt. Hey Nick, hilfst du mir mit dem was auch immer das stand, ist mir jetzt egal. Jetzt kommt die Szene. Also die Szene. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Die man zumindest in ähnlicher Form auch schon kennt. Außer das. Das ist neu. Aber sie schaffen es zu flüchten. Drei Monate später. Man wohnt wieder im gleichen Haus. Also ich habe die Theorie, dass es in einem Paralleluniversum oder so spielt. Aber ich weiß da jetzt auch nichts Genaues. Ach, ist es nicht herrlich idyllisch? Unser erster richtiger Abend unter dem Mond von Alola. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Maus, wie gehst du mit den Nikon? Das ist mein Zimmer. Das sieht man schon die Nintendo Switch. Die ich in geraumer Zeit auch mein nennen kann. Ich wollte mir eigentlich die von Mario Odyssey holen. Aber die ist jetzt mittlerweile ausverkauft. Zumindest bei Amazon. Ich weiß halt nicht, ob die runter... Also man hätte ja was gespart, wenn man die sich auf Amazon holt, aber ich weiß nicht, wie das jetzt im Laden ist. Aber ich stehe erstmal auf. Die Einzelsachen kommen noch nicht nehmen.
Das ist eine Heimkonsole, die man sogar nach draußen mitnehmen kann, um dort zu spielen. Du schaust in das Notizbuch, das dein Vater dir gegeben hat. So, das ist schon eine Neuerung. Man drückt X, dann kann er mit Y speichern. Was gewohnt schnell geht. Das ist ein Autogramm, das du von einem Arenaleiter der Kanto-Region bekommen hast. Darauf steht viel Glück, Rekrut. Nicht wirklich, aber... Das ist auch der echte Globus. Damit wäre das Rätsel auch geklärt, ob die Erde rund ist. Es steht nämlich hier. Sehr exotische Früchte, die dort rumliegen. Ich kenne leider die Bärennamen nicht auswendig. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Schau mal aus dem Fenster, hier ist es schon Abend. Kein Wunder, Alola und Kanto liegen schließlich ganz schön weit voneinander entfernt. Und Mirk, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Jupp. Das lobe ich mir, ich würde hier auch viel lieber rausgehen, als die Kartons auszuräumen. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Aber weißt du was, ich denke, du solltest nach draußen gehen und das selbst herausfinden. Am besten holst du gleich deine Sachen und machst dich fertig. Deine Mütze und dein Gürtel hängen am Kleiderständer in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf deinem Schreibtisch. Das habe ich natürlich schon gemacht. Schaut mich an, so bezaubernd und schön und mein Pokémon erst so hübsch und niedlich. Alola Fotoclub. Soweit ich weiß, ist das eine Neuerung. Das ist das Zimmer der Mutter. So, aber das... Das sind Mauzis Lieblingsschüsseln. Amma hat sie aus Kanto mitgebracht. Eine Weimar-Gießkanne. Die kennt man doch aus... Rubin und Saphir, glaube ich. Dann sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Bis auf die Mütze. Und der in den Rucksack. Sieht so aus, als wärst du bereit. Sehr vorsichtig, wenn du an hohem Gras vorbeikommst, hörst du, Nick? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch ein Pokémon im Haus hätten. Jetzt schau dich aber erstmal in Ruhe um. Warum stattest du nicht Lili-I einen Besuch ab? Ich kann jetzt auch nicht sagen, inwiefern die Texte ähnlich sind zu dem alten Spiel, weil ich sie auf Englisch gespielt habe. Was ich jetzt im Nachhinein etwas bereue, aber kann man nichts machen. So. Der Briefkasten. Das ist Papas Auto. Mama hat es aus Kanto mitgebracht, um damit einkaufen zu fahren. Das ist Mamas geliebtes Surfbrett, das sie aus Kanto mitgebracht hat. Was ist da eigentlich drauf? Pikachu anscheinend. Man muss natürlich zuerst rüber, ich habe das Spiel schon etwas angespielt. So, hi. Wohin der Wind dich auch weht, mit gedrücktem B-Knopf geht es schneller. Wie gefällt dir mein Lied? Also es spiegelt auf jeden Fall die Realität wieder. Was hast du zu sagen? Oder war gerade ein Kramox? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen kann man sich mit Leuten aus der ganzen Welt treffen und gemeinsam Spaß haben. So wird jeder Tag zu einem Festival. Sieht natürlich nicht schlecht aus auf dem Emulator. Irgendwas bewegt sich im hohen Gras, es kommt immer näher. Ein Mangunion. Und jetzt kommen die Starter-Pokémon und retten mich. Okay, das sah jetzt nicht wirklich anstrengend aus, aber es hat auf jeden Fall funktioniert.
Oh, da ist Professor Kukui. Hey. Sag mal, dich kenne ich doch von irgendwoher. Aber sicher doch, ne? Stimmt's? Alles in Ordnung bei dir? Ja, dank der Pokémon. Stimmt, jetzt wo du sagst, du warst bestimmt von den Socken, wie? Passiert ja schließlich auch nicht alle Tage, dass wir aus dem Nichts Pokémon auftauchen, um einem zu helfen. Um es mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken, du musst dich gefühlt haben wie an deinem Ehrentag, habe ich recht? Wir kennen uns zwar schon, aber ich will mich nochmal persönlich vorstellen. Ich bin Professor Kukui und heiße dich bei uns in Alola willkommen, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Dann kann dir auch nichts passieren, wenn du im hohen Gras von wilden Pokémon angegriffen wirst. So, dann will ich dir jetzt mal alle drei vorstellen, die dir eben aus der Patsche geholfen haben. Da hätten wir zunächst das Pflanzen-Pokémon Bautz. Okay, Bautz. Als nächstes Flamio vom Typ Feuer. Und zu guter Letzt noch das Wasser-Pokémon Robball. Und jetzt halte ich fest. Eins von ihnen wird dein Pokémon-Partner. Toll, oder? Der Gesichtsausdruck. Vielleicht war es ja auch der Grund, warum sie dir eben unbedingt helfen wollten. Jetzt liegt's an dir. Für welches Pokémon entscheidest du dich? Also, welches Pokémon soll von nun an dein Partner sein? Ich habe bei Pokémon Mond Robball genommen. Und nehme jetzt entweder Bautz oder Flamio. Ich nehme einfach Flamio. Ich finde zwar die letzte Entwicklung nicht so cool, aber... Flamio heizt den Gegner mit Feuerattacken ein, aber behält aber stets einen kühlen Kopf. Du willst also das Feuer-Pokémon Flamio? Yep. Und da ist es. Es sieht so trocken aus. Ja, das weiß ich. Ich find's lustig, dass der Protagonist irgendwie nicht wirklich Gesichtsausdrücke bekommen hat. Ich gebe ihm mal keine Spitznamen. Habe ich sonst immer gemacht, aber irgendwie... Am Ende wusste ich dann nicht mehr, wie die Pokémon wirklich heißen. Also das Problem hatte ich zumindest bei Pokémon Sonne und Mond. Was auch daran liegt, dass ich es auf Englisch gespielt habe. Naja. Du hast also Flamio gewählt, ihr gebt zusammen ein tolles Team ab. Jetzt bist du ein waschechter Trainer und kannst Pokémon-Kämpfe austragen. Hier, nimm diesen Pokéball. Daran wird sich Flamio sicherlich wohlfühlen. Weiß man nicht. Und jetzt ab nach Lilii. Nö, ich will dir den Inselkönig vorstellen. Den Inselkönig? Dein Partner Flamio ist ein Geschenk vom Inselkönig. Es gehört sich einfach, dass du ihm zeigst, für welches Pokémon du dich entschieden hast. Und wer weiß, vielleicht lässt er zur Feier des Tages zusätzlich noch eine Kleinigkeit springen. Unser Inselkönig ist äußerst erfahren und starke Pokémon-Trainer, nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Wozu ich mich zählen werde. Lilii liegt in dieser Richtung. Das weiß ich auch. Schöner Regenbogen da oben, links. Rechts, genau rechts. Flamio ist am besten in dem Pokéball aufgehoben, den ich dir gerade gegeben habe. Okay. Bei den Überblenden brechen die Frames ein bisschen ein, aber... Und hier auch. Ich hatte ja das Spiel schon etwas getestet. So, der erste Kampf gegen einen Alola-Radfratz. Mit Claude. Und es reicht leider nicht ganz für zwei Attacken. Ich hoffe mal, dass zumindest Flamio auf Level 6 kommt. Wenn nicht, dann werde ich noch ein Pokémon besiegen müssen. Okay, es kommt wirklich nicht auf Level 6. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob hier oben noch mehr Gras war. Yep, dort war Gras. So. Erstmal den Pokéball holen, beziehungsweise den Trank.
Und Hassbüro gibt's hier auch. Was ich mir höchstwahrscheinlich nicht fangen werde. Wobei ich das bei Pokémon Platin damals beim Team hatte. Ah, ich muss sogar noch eins besiegen. Was hast du zu sagen? Wenn ich mein Pokémon mit dem Trank heile, den ich gefunden habe, gibt's ihm wieder tipptopp. Hier ist noch nichts los, okay. So, ich mach's jetzt noch schnell Level 6. Oh, Raupi, perfekt. Ich denke, den ersten Part werdest du 20 Minuten machen. Weil es sonst etwas lame ist. Raupi wird jetzt schon mal raus. Ich hoffe mal, dass ich dieses Projekt wenigstens hochladen werde. Mittlerweile sieht es ja etwas schlecht aus mit dem Hochladen. Ist natürlich verständlich, wenn es so lange dauert, aber... Naja, guckt sowieso keiner. Hey du! Hast du schon entschieden, welches Pokémon dein Partner werden soll? Ich bin Tali. Ach, genau, Tali, den kenne ich ja noch gar nicht. Ich wollte unbedingt mit dir zusammen unsere Partner-Pokémon auswählen, weil ich es einfach nicht antworten konnte. Bin ich gleich hergestürmt, um dich zu treffen. Ja. Boah, dein Flamio ist total cool. Aber warte mal, also das heißt, dass du dir bereits ein Pokémon ausgesucht hast? Nee, wie kommst du darauf? Das tut mir jetzt echt leid, Tali, aber naja. Nick wurde auf dem Weg hierher in einen gleichen Zwischenfall im hohen Gras verwickelt und habe ich ihn sein Pokémon gleich an unserer Stelle wählen lassen. Naja, halb so wild. Vielleicht hat sich das jetzt, hat euch ja das Schicksal zusammengefügt. Aber du kannst dich immer noch zwischen diesen beiden entscheiden, Tali. Dann entscheide ich mich für dich, Bowser. Alola, weißt du was, dass ich mit dir auf Abenteuer gehen würde, hatte ich schon vor Ewigkeiten beschlossen. Die zwei werden zusammen so viel Spaß haben, ich freue mich schon riesig. So, und jetzt? Ach, Professor, pass bitte gut auf Robball auf, okay? Das versteht sich davon selbst, Tali. Alles gut, Robert, zurück in deinem Ball. Das gleiche gilt auch für die anderen. Bowser und ich wollen dich mal eingefallen bitten. Wir hätten gern, dass du den Gegnern in unserem ersten Pokémon-Kampf bist. Ich bin dabei. Moment, bevor ihr kämpft, teile ich der Fairness halber erstmal dein Flamio. Alles klar, das wird bestimmt ein Riesenspaß. Ich werde alles geben. Und der Kampf gegen Tali. Dass Tali Bautz nimmt, ist halt schon etwas verwirrend. Normalerweise nimmt der Rivale ja immer das stärkere Pokémon. Also, das mit dem Vorteil. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel die Theorie gibt, dass Tali der eigentliche Protagonist ist und man selbst der Rivale. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll, aber... Ist auf jeden Fall ganz lustig zu wissen. Okay, Flamio auch recht Level 7, das ist gut. Ich frage mich, ob man das gerade im Hintergrund hört. Das war dann auch gleich meine erste Niederlage. Tut mir leid, Bowser. Yep, da im Bild. Beim unteren Bildschirm müsste man gerade was gesehen haben. So, jetzt sieht man es nicht mehr. Wow, du bist echt gut, Nick. Und dein Flamio ist super cool. Für mich kommt es beim Kampf darauf an, dass alle Spaß haben. Damit meine ich nicht nur uns Trainer, sondern auch unsere Pokémon. Schön, dass du sehen, dass ihr beide bei der Sache seid. Ihr habt die Stärken eurer Pokémon voll ausgespielt und ein wahres Feuerwerk an Attacken entfacht, Nick und Tali. Jetzt sollten wir aber schnell nach Lili gehen. Wir sind schon so gut wie da, Nick. Auf nach Lili!
So, da hole ich nach dem Pokéball hier. Vorausgesetzt, mich greifen jetzt nicht noch 10 Pokémon an. Ich denke, ich will jetzt auch nicht flüchten. Die EP sollen sich auch lohnen. Also mal die Kämpfe. Ja. So, Kampf. Gut. Vielleicht will ich diese Überblendungen auch etwas rausschneiden. Gut, man sieht meine Taskleiste nicht im unteren Bildschirm. Ich habe die nämlich ausgeblendet, weil auf YouTube das Format dann größer wird. Ich weiß nicht, das ist eigentlich total dumm, dass es so klein ist und wenn man die Taskleiste ausblendet, dann auf einmal wird es groß. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. So, endlich. Also das müssten jetzt so rund 20 Minuten gewesen sein und dann bis zum nächsten Mal. Bye, 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 bye.